Einen wunderbaren 5. Juli. Wir stehen kurz vor einem Absprung. Und dieser Absprung wird ganz galant geschehen. Du nimmst es vielleicht nicht mal wahr. Es wird sich ungefähr um die Sonnenwende geschehen. Und meine Frage, wenn das ist, sagen Sie, so ungefähr um den 21. Juli. Und die Sonnenwende ist eines der größeren Geschichten, weil dann das Löwentor in Kraft kommt. Und dieses alles hat mit uns nicht mehr zu tun als ein Evolutionsschritt. Ein Schritt nach vorne, eine Begegnung mit dem Größeren Selbst. Hier gibt es ja ganz unglaublich viele Spekulationen, was alles geschieht. Sie sagen, macht doch nichts. Ihr seid längst darauf vorbereitet, egal was in eurem Leben geschieht. Ihr seid vorbereitet. Es kommt eine größere Türe. Dieses kann ich von meiner Seite berichten. Und diese Türe ist da, damit sie durchgangen wird. Und wenn wir diese Türe durchgangen sind, dann haben wir es auf einmal einfacher. Und wir glauben gar nicht, was wir alles geschafft haben. Wir glauben gar nicht, dass es wirklich jetzt geschafft ist. Und dann gibt es die Zeit, wo wir merken, jeder Tag ist leicht. Jeder Tag ist eine Animation zum Glücklichsein. Nur jetzt, jetzt, in diesen brennenden Punkten sind wir noch körperlich am Stagnieren. Der Körper pustet in den nächsten Gang. Viele haben dieses Völlegefühl, Magen ist überfordert, der Kopf kann nicht verdauen, der Darm nicht loslassen. Wir haben Hitzebeschwerden, manche fühlen es wie Wallungen, speziell die Frauen, die dieses Gefühl, diese Hitzewellen schon kennen. Sie sagen, nein, das ist nur die Energie. Ich habe gerade heute wieder gehört, dass es sich wieder einmal um eine größere Geschichte aus der negativen Seite handelt. Und sie sagen, lass doch dieses bewerten, lass doch dieses bewerten, wer besetzt uns, wer drückt uns nieder. Es geht darum, dass du für dich selbst erkennst, dein Weg gehst du. Dein Weg erklärt dir dein höchstes Selbst. Wenn du jeden Tag deine Verbindung aufnimmst, wenn du jeden Tag erkennst, dass du alles bekommst, wirklich alles. Und natürlich sind in dieser Öffnungsphase dubiose Ängste, die immer wieder einkehren und dir signalisieren wollen, du hast in dir noch etwas, was du nicht aufgearbeitet, herausgearbeitet hast. Und hier stellt sich immer wieder die Frage, wie kann man dieses lösen? Ich bekam heute gerade vorhin ein sehr liebevolles Mail und diejenige sagte, sie hat immer das gemacht und wenn Ängste gekommen sind, hat sie erfüllt, na, wo sind die Ängste? Und meistens sind sie da oben, Kopfbereich. Und sie macht nichts anderes als schauen, wo ist diese Steckdose für die Ängste. Dann stellst du dir dieses vor, wo ist diese Steckdose, wo ist dieser Schalter oder du ziehst dieses Kabel raus. Und geh mal ganz bewusst dort, wo man dieses Kabel in die Steckdose hineinsteckt. Und dann versuchst du noch tiefer in diese Steckdose hinein zu fühlen und dann schau, von wo kam dieses, wo sind deine Ängste gefangen. Und dann, bei mir ist es so, dann streichst du diese Steckdose aus, immer wieder, indem der Kopf frei wird. Wenn du dieses zum Beispiel als Befehl Steckdose nimmst, du machst so, kannst du gleich probieren, dann wird es automatisch in deinem Kopf freier. Einfach die Hand nach oben, Steckdose, wo sind deine Ängste, dann gehst du von oben nach unten. Und immer wieder, wenn du dieses machst, wirst du merken, es befreit sich hier. Wichtig, warum ich dieses Video eigentlich mache, wir kommen in eine Tor-Gerade. Ein Tor, ein großes Tor, wie ich vorhin schon erklärt habe, es geht in die bewusste Befreiung, es geht in die Leichtigkeit, es geht wirklich in die Leichtigkeit, kann man sich kaum mehr vorstellen, aber ist so. Und in dieser Zeit bekommen wir noch einmal alle Beschwerden. Alles, was du eigentlich glaubtest, losgelassen zu haben, zeigen sich noch einmal. Unglaubliche Müdigkeit. Diese Müdigkeit ist aber notwendig, dass der Körper dieses fristgerechte Loslassen verdauen kann. Also er braucht mehr Ruhe, er braucht mehr Rückzug. Und genau in dieser Zeit ist aber der Rückzug eigentlich gar nicht drinnen. Das heißt, du wirst auf zwei Seiten belastet. Einerseits die Müdigkeit, auf der anderen Seite wird der Ärger dir signalisiert. Und hier geht es darum, immer wieder dasselbe, versuch deine Balance, egal mit welcher Art und Weise, zu bekommen. Wir haben ein ganz geniales Produkt zum Beispiel, was wirklich hilft. Das sind diese Geschichten, die ich immer gerne erzähle. Heute habe ich von einem Klient gehört, hätte ich
das Mindmaster nicht, wüsste ich nicht, wie ich in dieser stürmischen Zeit meine Tage verbringen soll. Hier kann sehr viel wieder an Balance zu sich genommen werden. Also das ist nur eines dieser kleinen Empfehlungen, die wir aus dem Aloe-Hof euch weitergeben können. Wie du dann aber schlussendlich deine Balance auch körperlich einstellst, ist ganz alleine deine Geschichte. Ich soll dir nur sagen, jetzt geschieht wirklich das Große, aber dieses Große werden wir wahrscheinlich nicht mal mitbekommen. Es geschieht da unten im Magnetfeld der Erde. Und hier geht es darum, dass nicht irgendwelche Schwachstellen sich öffnen, sondern im Gegenteil. Es kommt eine neue Stabilisation. Diese Stabilisation bringt dich in eine Ruhe. Braucht noch ein wenig Zeit, aber wie gesagt, es ist jetzt in der Zielgeraden. Und auf einmal merken wir, es hat sich etwas verändert. Du spürst es einfach. Also kann ich dir jetzt schon wieder sagen, diese Tore bringen viele Müdigkeitssymptome. Bleib auch Kopfschmerz. Mangel an Schlaf, weil du im Schlaf nicht schlafen kannst, du bist nicht ausgeruht. Und hier kann ich immer wieder sagen, es ist Zeit aufzuwachen. Das geschieht auf allen Ebenen und darum spinnen so viele, weil dieses Aufwachen sehr anstrengend ist. Also lass die Menschen Menschen sein und bleibe du, du. In diesem Sinne wieder ein kurzes, prägnantes Video, das dir nur sagen will, es läuft bestens. Auch wenn du manchmal das Gefühl hast, es geht den Bach runter. Stimmt nicht, es läuft bestens. Und es gibt immer noch dein Team, wo du fragen kannst, ihnen zuhören und wissen, alles ist gut. Ich danke dir.